Du bist dabei, eine Firma zu gründen oder du hast bereits ein Unternehmen und fragst dich, wie du das stabil und vor allen Dingen sicher aufbauen kannst? Dann werden wir heute gemeinsam den reichsten Mann der Welt aus den 60er Jahren befragen, was er dazu sagen hat, welche Tipps er für dich hat. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group. Gemeinsam mit mehr als 30 Beratern helfen wir bundesweit mehreren hundert Menschen pro Jahr zu gründen, zu wachsen oder Unternehmen zu verkaufen. Und da können wir aus der Praxis für die Praxis viele Tipps weitergeben und haben auch diesen YouTube-Kanal deshalb gegründet. Gerne kannst du jetzt diesen Kanal abonnieren. Wir werden jetzt nun den Mann befragen, der in den 60er Jahren der reichste Mann der Welt war. John Pogetti hatte über 1,6 Milliarden Dollar als Vermögen und saß eines Tages in einer TV-Show und wurde dort vom Journalisten Folgendes gefragt. Herr John Pogetti, Sie sind der reichste Mann der Welt. Wir haben heute eine Frage an Sie. Was würden Sie machen, wenn Sie über Nacht Ihr gesamtes Vermögen verlieren würden? Wie würden Sie neu starten? Was ist Ihr geheimer Tipp für eine Existenzgründung, für eine erfolgreiche Unternehmensgründung? Und sicherlich hoffte der Journalist, jetzt von John Pogetti die geheime Information zu bekommen, den ultimativen Tipp, um über Nacht auch reich und vielleicht Milliardär zu werden. Aber John Pogetti sagte Folgendes. Er sagte, er würde nie wieder eine Tätigkeit annehmen, wo er zu 100% nur an sich selbst beteiligt ist. Und weiter sagte John Paul, dass er lieber zu 1%, also nur 1% an anderen Unternehmen beteiligt sein möchte. Was sind nun die Gründe dafür, dass John Pogetti genau diesen Rat dem TV-Journalisten gegeben hat? Der erste Punkt ist, dass es super gefährlich ist, zu 100% nur an sich selbst beteiligt zu sein. Denn auf der einen Seite fällt komplett das Einkommen weg, wenn du krank wirst, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Der zweite Grund ist, du bist begrenzt durch deine eigene Arbeitszeit, durch deine eigene Arbeitsleistung. Du wirst also nie mehr verdienen können als 100% an deiner Zeit, die du gegen Geld tauscht. Der Vorteil von dem Prinzip von John Pogetti liegt also ganz klar auf der Hand. Wenn du bei 100 Unternehmungen, bei 100 Personen, bei 100 Firmen beteiligt bist mit 1%, dann ist das 1% an sich nicht besonders viel. Aber wenn davon 1% wegfällt oder wenn 10 mal 1% wegfällt oder sogar wenn 50 mal 1% wegfällt, durch Krankheit, durch Corona oder andere Krisen, dann hast du immer noch die anderen 50%, die weiter Einkünfte und Einkommen produzieren können. Und der weitere Vorteil ist natürlich, wenn du diese 100 Beteiligungen mit 1% aufgebaut hast, ja, dann brauchst du nicht aufhören. Du kannst auch die 101. Beteiligung und die 102. aufbauen. So können also Menschen wie Richard Branson Unternehmensbeteiligung, Unternehmensgründung vorweisen von über 200 Beteiligungen. Und der dritte große Vorteil ist, dass das Gesetz der großen Zahl für dich funktioniert. Hast du nur eine Beteiligung, nur eine Einkommensform, eine Einkommensart aufgebaut, dann ist es Glückssache, ob die wirklich erfolgreich wird oder eben nicht. Das Prinzip von Wilfredo Pareto sagt aber aus, wenn du 100 Kunden hast oder 100 Einkommensmöglichkeiten, dann sind 80% nicht so erfolgreich. Aber 20% irgendwo hier drin sind super erfolgreich. Du weißt aber vorher nicht, welche. Das heißt, abschließend lässt du das Gesetz der großen Zahl für dich wirken, dass du 20% richtig erfolgreiche Beteiligung hast. Das zweite ist, du bist völlig sicher und stabil, denn bei dir können 10, 20, 30, 40, 50% wegfallen. Ja, du selbst kannst ausfallen durch Krankheit oder durch Urlaub und trotzdem hast du weiter ein Einkommen. Und der dritte große Vorteil ist, wenn du an 100 Unternehmungen oder Projekten oder Vorhaben beteiligt bist und nur 20% davon richtig skalieren, dann kannst du ein Vielfaches von dem verdienen, was du verdienen kannst, wenn du nur deine Arbeitszeit verkaufst, egal ob als Angestellter oder als Selbstständiger mit einem kleinen Gewerbe. Was ist nun dein nächster Schritt? Nun, ich will dich nicht davon abbringen, dass du deine erste Einkommensmöglichkeit oder deine vorhandene Selbstständigkeit oder Angestellten-Tätigkeit aufgibst. Ganz im Gegenteil. Aber denk dran, dass du vielleicht als Ziel setzt, jedes Jahr 1 oder 2 oder 3 oder 4 neue kleine Beteiligungen aufzubauen. Und wenn es nur dein Freund ist, der einen kleinen Imbiss aufbaut oder deine Freundin ist, die eine kleine Website-Agentur aufbaust, versuche überall dich mit 1% an diesen Vorhaben zu beteiligen. Und setze dir auch ein Ziel, bis wann du diese 100 Beteiligungen aufgebaut haben willst und vor allen Dingen in welchen Bereichen. Das muss ja nicht nur deine oder die Arbeitskraft anderer Leute sein. Das können auch Franchise sein, das können Immobilienprojekte sein, das können Aktien sein, das können ETFs sein. Es gibt dort viele Möglichkeiten, wie du deine 1% Beteiligung platzieren kannst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann lade ich dich nicht nur ein, Gebrauch zu machen von unserem kostenfreien Erstgespräch, sondern auch mal auf die Seite zu gehen vom Centurio Club. Denn dort gibt es eine Arena, wo alle 2 Monate mindestens, vielleicht sogar häufiger pitchen und du kannst dich dort auch direkt beteiligen mit kleinen Beträgen.
Weiterhin höre ich gerne um in deinem Umfeld, wo vielleicht Immobilien gekauft werden, wo Unternehmen gegründet werden, wo Investoren gesucht werden. Und mach dich einfach bekannt als jemand, der offen ist, in andere Personen und in andere Projekte zu investieren. Und sag einfach, hier bin ich. Ich fliege dieses Jahr nicht meine 3.000 Euro verbrennt in die Karibik, sondern das investiere ich in kleine Projekte und Beteiligung. Und so arbeitet die Zeit für dich. So kannst du Jahr für Jahr 3, 4, 5 Vorhaben aufbauen und über 20 Jahre hast du dann deine 100x1% Beteiligung. Und vielleicht bist du dann auch an dem Punkt, wo John Borchetti war. Denn er hatte viele Unternehmen aufgebaut, war der reichste Mann in den 60er Jahren und hat sein Geld auch genutzt, um dann andere Künstler zu fördern und viele andere Projekte und Vorhaben aufzubauen. Und dabei wünsche ich dir Erfolg. Und wenn wir dir von der X-Group dabei helfen können, dann ruf uns gerne an, nutze ein kostenfreies Erstgespräch oder like einfach jetzt dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Viel Erfolg wünsche dir dein Daniel Schäfer.